Freunde der Mathematik, liebe Schüler, wieder elementare Grundkenntnisse in der Geometrie. Und zwar wollen wir heute einmal die sogenannten Kreisteile zeigen. Dazu gehört der Kreisbogen, der Kreisausschnitt und der Kreisabschnitt. Betrachten wir zu Anfang die Berechnung des Kreisbogens. Wir haben hier einen Kreis gezeichnet, einmal mit dem Mittelpunkt M. Dann habe ich hier den Winkel Alpha und zu dem Winkel Alpha gehört dieser Kreisbogen. Und die Länge des Kreisbogens, die interessiert uns natürlich. So, da gehe ich aus von folgender Proportion. Es verhält sich nämlich der Kreisbogen zum Gesamtumfang des Kreises und der Gesamtumfang des Kreises ist ja 2πr. Also könnte ich schreiben, b zu 2πr haben wir, wie dieser Winkel Alpha zum Gesamtwinkel. Also Alpha zu 360 Grad. Diese Proportion löse ich dadurch auf, dass wir die Gesetzmäßigkeit kennen. Es ist das Produkt der Innenglieder gleich dem Produkt der Außenglieder. Ich habe jetzt hier geschrieben, B mal 360 Grad, das sind hier die Außenglieder. Außen ist gemeint vom Gleichheitszeichen und die werden gleichgesetzt dem Produkt der Innenglieder, also 2πr mal Alpha. Die Gleichung aufgelöst nach B, dann muss ich diese lediglich durch 360 Grad dividieren und wir haben B gleich 2πr Alpha durch 360 Grad oder ich kann wiederum die 2 mit der 360 kürzen, dann haben wir 180 Grad und ich habe jetzt noch Folgendes gemacht. Man könnte hier auch das B angeben, indem ich wieder ausgehe von dieser Gleichung hier und setze für 2r d ein. Dann hätten wir auch d mal pi mal Alpha durch 360 Grad. Das wäre das Bogenstück. Dann weiter bitte. Wir gehen zum Kreisausschnitt. Das wäre hier diese Fläche A, die wir so ein bisschen schraffiert haben. Wieder den Winkel Alpha, das wäre Radius, diesmal Mittelpunkt M. So, dann kann ich sagen, es verhält sich d Quadrat Pi Viertel zur Fläche A, d Quadrat Pi Viertel, das wäre die Kreisfläche. A soll diese Fläche sein, haben wir. Und das verhält sich wie der Gesamtwinkel 360 Grad zu Alpha. Wiederum Produkt der Innenglieder gleich dem Produkt der Außenglieder, also A mal 360 Grad gleich d Quadrat mal Pi Viertel mal Alpha. Und die Gleichung nach A aufgelöst. Da muss ich das Ganze wieder durch 360 Grad dividieren. Da kommen wir zu der Gleichung, d Quadrat Pi Viertel mal Alpha durch 360. Und wieder, ich kann nun auch das B einsetzen. Und B hatten wir ja eingesetzt mit d mal Pi Alpha durch 360. Und wenn ich das hierfür einsetze, dann erhalte ich auch diese Gleichung für den Kreisausschnitt. Also es sind zwei, entweder diese oder die andere. So, und schließlich betrachten wir noch den Kreisabschnitt, also etwas Abgeschnittenes vom Kreis. Das ist dann diese Darstellung hier. Und wir wollen diese Fläche berechnen. Da bezeichne ich mal das Ganze hier als Höhe. Das wäre dieses Stück mit klein h, diese Sehne mit klein s, Mittelpunkt, Alpha, das ist der Radius. Der Radius entspricht ja auch dem die halbe. So. Dieser Abschnitt, der berechnet sich nun aus der Differenz des Ausschnittes minus dem Dreieck ABM. Ne? Der ganze Ausschnitt, da haben wir die Formel, minus diesem Dreieck. So, dann kann ich schreiben, A gleich d Quadrat mal Pi Viertel mal Alpha durch 360 und dann minus
unserem Dreieck S halbe mal D halbe minus H. Das Dreieck berechnet sich ja Grundlinie mal Höhe durch 2. Also Grundlinie mal Höhe durch 2, das wäre dann quasi dieser Ausdruck. Ich habe das hier nochmal angeschrieben, A gleich G halbe mal H, das wäre aber S halbe und dann mal D halbe minus H. So, wir sind also an dieser Stelle jetzt, wir haben diese Gleichung nochmal hingeschrieben und setzen wieder das B ein, aufgrund der Beziehung hier, die wir haben, und kommen zu der Gleichung A gleich D mal B Viertel und dann minus S halbe mal D halbe minus H. Für praktische Zwecke kann man allerdings diesen Kreisausschnitt einfach durch eine angenäherte Formel angeben. Das ist diese hier. Das heißt, A für den Kreisabschnitt ist angenähert 2 Drittel mal diesem Sehnenstück mal der Höhe. Das waren diese drei Kreisteile, die man ja eigentlich schon Klasse 8, 9 berechnen kann. Es sind also, wie gesagt, alles elementare Begriffe aus der Geometrie. Okay, bis hierher.